Auch wenn die Temperaturen derzeit noch sehr sommerlich sind, die Freibadsaison ist vorbei. In Kapfenberg nutzt man die Zeit bis zum nächsten Sommer, um im Freibad technisch aufzurüsten. Die alte Filteranlage aus den 70er Jahren wird komplett erneuert und damit auch der technische Aufbau rund um das Sportbecken. Dafür wird auch ein zusätzliches Absetzbecken errichtet. Die Filteranlage und die Technik ist schon eine doch etwas ältere und wir merken, sie wird natürlich reparaturanfälliger und bevor es dann tatsächlich soweit ist, dass wir stehen würden, irgendwann einmal während der Saison, ist es die Pflicht von uns, dass wir vorzeitig sanieren, vorzeitig reparieren, vorzeitig erneuern. Der Technikgang ist ebenfalls schon nicht mehr dem Standard entsprechend. Das heißt, da muss einfach wirklich angegriffen werden und angreifen heißt dort kräftig zu investieren, weil die Technik eine doch sehr kompliziert und aufwendig ist. Rund 3,6 Millionen Euro werden für das Freibad in die Hand genommen. Für die Gäste sichtbar werden neue Bodenplatten im Bereich des Sportbeckens gelegt und auch die Badeinsel zwischen den beiden Becken wird verändert. Unser Aussichtsturm, wie wir immer sagen, die Plattform wird abgebaut. Da wird es eine Veränderung geben, das heißt, es wird auch eine Verschönerung geben. Es wird angenehmer werden für den Badegast, das heißt, die Liegewiese oder der Liegeplatz wird natürlich auch modernisiert. Das wird angegangen und wirklich so hergerichtet, dass die Badegäste dann das Gefühl haben, das ist fast ein neues Bad. Anfang Juli 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Bereits im Finale ist man bei der Sanierung des Hallenbades. Dieses wird in der kommenden Woche wieder für Badegäste geöffnet sein.